Fichtelgebirge im Nordosten Bayerns befinden sich einige der schönsten Bäche des Landes. In den Bergen Oberfrankens leben Tiere, die sonst fast überall ausgestorben sind. Perlmuscheln, die in früheren Zeiten mit ihren wunderschönen Perlen zu den größten Schätzen des Landes zählten. Hier lebt auch eine der besten Expertinnen für den Schutz der Flussperlmuscheln. Und wir können sie ein wenig bei ihrer Arbeit beobachten. Hallo, ich bin Christine Schmidt. Ich bin hier im Fichtelgebirge zu Hause. Und ich bin Biologin und arbeite hauptsächlich in Projekten, die die Flussperlmuschel retten wollen. Dazu gehört, dass ich durch die Bäche gehe und schaue, wie viele Tiere hier leben und wie alt sie sind. Die Flussperlmuscheln sterben in immer mehr Bächen aus. Hier im Fichtelgebirge und besonders in diesem Bach gibt es sie noch. Aber vielleicht ist es schon bald einer der letzten in ganz Deutschland, in denen sie überleben können. Flussperlmuscheln findet man besonders an solchen Stellen. Muscheln leben in großen Gruppen, sogenannten Muschelbänken. Kleine Gruppen von Muscheln können auf Dauer nicht überleben. Das erklärt sich daraus, wie sie sich fortpflanzen. Muschelbänke bestehen aus männlichen und aus weiblichen Muscheln. Zu einem bestimmten Zeitpunkt geben die männlichen Muscheln ihre Spermien ans Wasser ab. Die Strömung des Baches sorgt dafür, dass diese Spermien bachabwärts transportiert werden. Mit viel Glück findet ein Spermium seinen Weg in eine weibliche Muschel. Die Wahrscheinlichkeit jedoch, dass die Spermien mit dem Wasser in den Körper einer weiblichen Muschel gelangen, ist nicht sehr groß. Je kleiner eine Muschelbank wird, desto mehr sinkt die Chance, dass eine Spermie eine Eizelle befruchten kann. Hier in diesem Fichtelgebirgsbach leben noch genügend Muscheln beisammen. Sie können sich fortpflanzen, obwohl es auch früher mehr Muscheln gab. Nach alten Beschreibungen waren die Bäche früher wie mit Perlmuscheln gepflastert. Hier, an dieser Stelle, kann man oft Bachforellen sehen. Sie suchen zeitweilig ruhigeres Wasser auf, um sich auszuruhen. Dann suchen sie gerne solche Stellen auf, wo sie Nahrung finden, wie zum Beispiel Insekten, die das Wasser herbeischwemmt. Bachforellen sind für Perlmuscheln sehr wichtig. Aus befruchteten Eizellen entstehen zuerst sogenannte Glochidien. Man sagt auch Muschellarven. Einige im Wasser treibende Glochidien gelangen an die Kiemen von Bachforellen. Dort setzen sie sich fest und nehmen der Forelle Blut ab. Das ist nicht sonderlich schlimm für die Forellen, aber für die kleinen Muschellarven ist das richtige Kraftnahrung. Die Glochidien fallen dann wieder von der Forelle ab und anschließend leben sie im Sand und Kies vergraben. Hier werden sie erwachsen. Hier ist der Kies noch, wie er sein soll. An solchen Stellen können junge Muscheln heranwachsen. Das gibt es nicht mehr oft. Vielfach kommen von den Feldern der Bauern feiner Sand und Schlamm in das Wasser, die den Bachgrund überdecken. Sand verstopft die kleinen Lücken und Poren zwischen den Kieseln. Der Grund des Baches ist an vielen Stellen in unseren Bächen so sehr verfestigt, dass Forellen dort nicht mehr ihre Eier ablegen können. Forellen und einige andere Arten schlagen mit dem Schwanz Gruben in den Kies. In diese sogenannten Laichgruben legen sie ihre Eier ab und bedecken sie dann wieder mit Kies. Wenn der Bachgrund zu sehr verfestigt ist,
können die Fische keine solche Laichgruben mehr schaffen und sich daher nicht fortpflanzen. Ohne Bachforellen gibt es aber auch keine Perlmuscheln. Viele Fische und andere Tiere gibt es hier nicht. Das erklärt sich daraus, dass es sehr wenig zu beißen gibt. Solche Bäche sind sehr nährstoffarm. Steine fühlen sich hier oft glitschig an. Würde man einen solchen Stein unter dem Mikroskop betrachten, könnte man eine Vielzahl von Klein- und Kleinstlebewesen sehen. Algen, Bakterien, Pilze und andere mehr. Viele leben davon, dass sie abgestorbene Pflanzen, wie zum Beispiel Blätter, die ins Wasser fallen, zersetzen. Solche Kleinlebewesen werden dann unter anderem von Insektenlarven gefressen, die an Steinen leben. An der Unterseite von Steinen im Wasser findet man viele Insektenlarven und andere Tiere. Fische ernähren sich von ihnen. Hier an der Unterseite des Steins halten sich diese Insektenlarven gerne auf, weil sie hier geschützt sind. Das Wasser ist kalt. Im Schatten des Waldes bleibt das Wasser auch im Sommer kühl. Es kommt frisch und sauber aus den Quellen. Deswegen ist der Bach so arm an Nahrung. Weil hier nur wenige Algen und andere Pflanzen wachsen, können hier auch nicht viele größere Tiere leben. Dafür gibt es einen Stoff hier reichlich, den jedes Tier zum Leben braucht: Sauerstoff. Kaltes Wasser kann mehr Sauerstoff aufnehmen als warmes. An solchen kleinen Wasserfällen reichert sich das Wasser mit Sauerstoff aus der Luft an. Das ist, ganz allgemein gesagt, das Charakteristische solcher Bäche. Das Wasser ist kühl, sauerstoffreich, aber nahrungsarm. Deswegen können Bachforellen oder andere Fische kleiner Bergbäche kaum in großen Flüssen oder Seen leben. Umgekehrt finden sich hier keine Fische, wie man sie in anderen Gewässern antrifft. Wenn dann alles so ist, wie es sein soll, und ein frei fließender Bach sauber und sauerstoffreich bleibt, dann können in einigen Gegenden Flussperlmuscheln gut leben. Das freut dann auch die Biologin, die ja nicht nur dokumentieren will, wie Arten aussterben, sondern lieber beobachtet, dass es den Tieren im Bach gut geht. Ich bin gerne hier. Ich finde es schön, dass dieser Bach so abwechslungsreich ist. Du gehst ein paar Schritte und siehst immer etwas anderes. Stille Sandbänke, rauschende Wasserfälle, Blumen, Bäume, bemooste Steine. Es ist gut zu wissen, dass es noch ein paar Plätze gibt, wo die Natur noch unversehrt ist. Hier können Tiere und Pflanzen überleben, die anderswo schon längst ausgerottet sind. Wenn ich an anderen Bächen, so wie jetzt hier, die Muscheln zähle und bewerte und dies mit früheren Untersuchungen vergleiche, muss ich oft feststellen, dass es immer weniger Perlmuscheln gibt. Das ist oft ganz schön deprimierend. Aber hier ist es anders. Hier ist vieles getan worden, damit die Flussperlmuscheln überleben. Viele haben hier zusammengewirkt. Und wenn man dann sieht, dass die Muscheln gedeihen und dass auch wieder junge Perlmuscheln aufwachsen, dann macht das Mut. Deswegen komme ich immer wieder gerne hierher an diesen Bach, meinen liebsten Perlbach bei uns daheim im Fichtelgebirge.